tun, ihr Lieben. Oh Mann. So, es ist jetzt 6.30 Uhr. In einer Stunde wollen wir losfahren. Ich habe gegen 6 nochmal mit meiner lieben Beleghebamme gesprochen, weil ich bin so krass erkältet. Meine Stimme ist fast weg, meine Nase zu, Hals tut weh in der Nacht, Horrornacht. Dass man so sagt, okay, jetzt geht's so ganz ausgeruht in die OP rein. Nee, also ich war um 2:30 habe ich irgendwann eine Schmerztablette genommen, weil ich so krasse Halsschmerzen hatte beim Schlucken und habe immer wieder mit Salzwasser gegurgelt. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt operiert werden kann, ob das gut ist, ob das nicht gut ist, ob ich es jetzt einfach durchziehen soll. Ich habe total Angst, weil ich ja weiß, wie die Schmerzen sind nach der OP, wenn ich dann husten muss wegen der frischen Narbe. Boah, ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Wir hatten uns jetzt voll darauf eingestellt und alles fertig gepackt und alles und jetzt... Wie das Leben so spielt, ne? War die ganze Zeit gesund und ausgerechnet jetzt bin ich krank. Ach, ihr Lieben, ey, ich bin voll durch den Wind, ey. Ich bin total aufgeregt und bin total durch den Wind. Ich bin total fertig. Oh Mann. Das ist so ganz anders, weil sonst, wenn es so spontan einfach losgeht, das ist ja dann auch aufregend. Aber wenn man das weiß, wann es losgeht, das ist ja noch schlimmer. Dann macht man sich ja Tage vorher schon verrückt. Also ich zumindest. Oh Mann. Bist du aufgeregt? Nee, auch noch nicht. Auch nicht aufgeregt? Und alles ernst. Kriegst du jeden Tag einen Fritz geschenkt? Du bist nicht mal aufgeregt. Jeden Tag, aber... Oder verdrängst du das? Ich glaube, du verdrängst. Ich glaube, der verdrängt das einfach. Das sieht einfach nicht so intensiv aus. Ja, aber wir gehen jetzt da gerade hin. Wann willst du dich denn damit auseinandersetzen? Ja, wenn ich sobald ich Kittel und Mundschutz habe. Feel the air that I breathe. Yes, and you are all that I need. You are the. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Flüssigkeit bekommen. Das ist Energie. Und dann geht's. In einer halben Stunde ungefähr im OP. You are the ground on which I stand. Yes, you are. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you, and I will be forever true, true to you. And I give it all, I give you my life, I give you my soul. And I know that you keep it safe forever.